Hallo liebe Klimaschützer, zum Jahreswechsel ersetzt Deutschland das Atomkraftwerk Philippsburg 2 durch das neue Kohlekraftwerk Datteln 4. Ihr wisst ja vielleicht, dass Atomkraftwerke in der Gesamt-CO2-Bilanz irgendwo zwischen Wind- und Solarenergie stehen. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Ihr findet es jetzt hier oben verlinkt, außerdem auch in der Videobeschreibung. Im Moment laufen in Deutschland noch 7 Atomkraftwerke, Philippsburg 2 ist eines davon, und zusammen produzieren diese 7 Atomkraftwerke genauso viel Strom wie ungefähr 18.000 Windräder. Das ist ungefähr die Hälfte der Windräder, die wir aktuell am Start haben. In Photovoltaikanlagen gerechnet wären das ungefähr 350 Quadratkilometer. So viel Photovoltaik haben wir in Deutschland noch gar nicht. Im Moment ist es so, dass unsere 7 Atomkraftwerke immer noch 1,5 mal so viel Strom produzieren wie alle unsere Photovoltaikanlagen zusammen. Diese 7 Atomkraftwerke sollen bis Ende 2022 vorzeitig stillgelegt werden, was bedeutet, dass sich der Kohleausstieg unnötig verzögern wird und wir ungefähr jährlich 50 bis 60 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich emittieren werden. Ich möchte euch jetzt meinen Kumpel Adam Blaschowski vorstellen, der zusammen mit seinen Fota-Eisbären am 29.12. nach Philippsburg kommen wird, um gegen die vorzeitige Abschaltung zu demonstrieren. Hi Simon, my name is Adam Blaschowski and greetings to you and all your viewers. Greetings from Wrocław, Breslau. We are Fota for Climate, a group of local environmentalists and scientists who are looking for a pragmatic approach to saving the nature and the climate. We want to visit Philippsburg 2. This is the location of nuclear power plant reactor that is going to be shut down. We want to be there and we invite everyone else who wants to join us. The reason why we want to be there is very simple. It's like going somewhere where someone who is very important and forgotten who goes away, and you want to be there. You don't want him to be alone. And this is a little bit of our feeling, that we find this power plant important for our climate effort. And this is really sad that we see this go, and we don't want it to go alone. So we will take our cars, we will drive to Germany. We want to be there in the afternoon, meet on site, meet some friends, just be there and be witness to what's going on. Also, liebe Klimaschützer, ihr habt 3 Optionen. Option Nummer 1. Ihr kommt nicht und überlasst Adam und uns vom Verein Nuclearia, der Verein für moderne und sichere Kernenergie, die Bühne alleine. Option 2. Ihr kommt und haltet wieder eure alten Schilder hoch und zeigt damit der Welt, dass euch der Atomausstieg wichtiger als Klimaschutz ist. Das ist okay. Es wäre allerdings schön, wenn wir vielleicht es mal schaffen, wie Erwachsene zu diskutieren. Vielleicht bekommen wir es ja sogar gemeinsam im Anschluss an die Demo hin, eine Podiumsdiskussion zum Beispiel auch mit Live-Übertragung ins Internet zu organisieren. Das ist nur mal so eine Idee. 3 bis 5 Leute von euch, 3 bis 5 Leute von uns oder so ähnlich. Wenn ihr Interesse habt, dann nehmt doch einfach Kontakt über diese Webseite mit uns auf. Option 3. Ihr bastelt euch neue Schilder. Die Bilddatei dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann stellt ihr euch gemeinsam mit uns vor das Kernkraftwerk Philippsburg und setzt damit wirklich ein Zeichen für funktionierenden, für realistischen, für nachhaltigen Klimaschutz. Wenn ihr noch nicht meine Videoserie Klimakrise Kernenergie kennt, dann schaut doch einfach mal rein. Da entkräfte ich die häufigsten Einwände, wie zum Beispiel Tschernobyl, Atommüll, Kernenergie ist zu teuer, Stromnetzverstopfung. Inzwischen habe ich auch ein Video nachgelegt, was mit dem Mythos aufräumt, dass es zu langsam ist, Atomkraftwerke
zu bauen. Schaut es euch einfach mal an. Wir müssen in Deutschland dringend nochmal eine fakten- statt emotionsbasierte Diskussion führen, bevor uns die Zeit wegläuft und wir irgendwann feststellen müssen, dass wir mit 100% Wind- und Solarenergie doch nicht ans Ziel kommen, dass das eine Sackgasse war. So, und jetzt Video liken, Kanal abonnieren und es wäre schön, wenn wir uns am 29.12. in Philippsburg sehen würden. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass wir dringend neue Kernkraftwerke bauen sollten. Ciao, macht's gut. This is no joke. You are not following the rules of democracy.